Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Backzauber. Ich begrüße euch. Heute gibt es mal wieder etwas mit Blätterteig. Die Rezepte mit Blätterteig sind ja super schnell gemacht. Heute habe ich ein herzhaftes Rezept für euch, nämlich eine Tomaten-Mozzarella-Tarte. Die ist ganz, ganz schnell hergerichtet und flott im Backofen. Und während ihr den Tisch deckt, ist die Tarte auch schon fertig gebacken und kann dann gegessen werden. Gerade jetzt, wenn die Tage wärmer werden, da reicht manchmal so ein leichtes Mittag- oder Abendessen oder als Snack für zwischendurch wunderbar geeignet. In meinen Playlists unter herzhafte Rezepte, da findet ihr weitere Rezepte in dieser Art. Schaut da auch gerne einmal nach, ob da noch was Interessantes für euch dabei ist. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen und wie immer würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like oder einen Kommentar hinterlasst. Wir benötigen folgende Zutaten: eine Rolle frischen Blätterteig, ein Glas grünes Pesto, das hat einen Inhalt von 190 Gramm. Dann brauchen wir 2 bis 3 große Tomaten. Wir brauchen Mozzarella. Ich habe hier so einen Block mit 400 Gramm. Mal schauen, wie viel ich davon brauchen werde. Und 75 Gramm geriebenen Käse sowie ein Eigelb. Später zum Bestreuen noch Kerne. Ich nehme jetzt Sonnenblumenkerne. Ihr könnt aber auch Pinienkerne nehmen oder das, was ihr mögt oder gerade da habt. Da könnt ihr halt eben das nehmen, wie ihr das gerne möchtet. Gebacken wird das Ganze auf einem Backblech bei 200 Gramm Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene. Ich habe jetzt schon etwas Vorarbeit geleistet. Die Tomaten habe ich gewaschen und in Scheiben geschnitten. Mozzarella ebenso in Scheiben geschnitten. Pesto habe ich mir schon mal in eine kleine Schüssel gegeben und nochmal umgerührt, weil da setzt sich ja auch das Öl immer so ein bisschen ab. Und dann habe ich mir das Ei schon getrennt und das Eigelb hier etwas aufgeschlagen. Dann habe ich mir schon mal meinen Blätterteig auf das Backblech gegeben und habe hier ringsherum das Ganze einmal umgeschlagen, sodass wir hier einen kleinen Rand haben. Jetzt gebe ich das Pesto auf den Blätterteig, verstreiche das Ganze und dann werde ich da im Wechsel Tomaten und Mozzarella drauf geben. Das Ganze dann halt mit dem Käse noch bestreuen und dann pinsel ich die Ränder mit dem zerquirlten Eigelb ein und dann kann das Ganze auch schon in den Backofen, der heizt auch gerade schon vor und dann muss die Tarte nur noch backen. Ich habe noch Tomaten und auch Mozzarella übrig, das ist aber nicht schlimm, dann mache ich mir daraus einen Tomaten-Mozzarella-Salat. Der Backofen hat seine Temperatur erreicht, da ist das Lämpchen jetzt schon ausgegangen und da schiebe ich jetzt das Blech auf die mittlere Schiene. Meine Tarte war jetzt für 20 Minuten im Backofen und jetzt gebe ich ein paar von meinen Kernen darüber und dann lasse ich die Tarte abkühlen, werde sie dann anschneiden und euch präsentieren. Und hier ist die fertige Tarte für euch. Die riecht schon total lecker. Also ein super schnelles und leichtes Mittagessen oder auch zu Abend, wenn es mal flott gehen muss. Gerade jetzt in der wärmeren Jahreszeit eignet sich so etwas wunderbar. Probiert das Rezept aus. Guten Appetit! Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Guten Appetit und tschüss bis zum nächsten Mal.